herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weil wir müssen mal kurz unseren Praktikanten reinholen hier. Hallo. Herzlich willkommen bei der Firma Subi Performance. Ich habe hier eine Pizzalieferung. Celo! Hi! Wir sind hier bei der Firma Subi Performance und wir haben einen kleinen Problemfall mitgebracht. Ja. Also den Kopf hier. Ja. Und welchen meinst du davon? Ja, das ist die Frage. Wir haben neulich so ein cooles Video bei dir gesehen, dass du jetzt absoluter Profi im Laserschweißen bist. Oder? Noch nicht, aber ich kenne jemanden, der das gut kann. Genau. So, und pack mal auf den Boden hier, oder? Du musst ihn nicht halten die ganze Zeit. Wir können auch an eine Werkbank gehen. So, Werkbank gehen? Nee, komm, ist gut. Wir müssen noch einen Kaffee gleich trinken. Gut, ne? Sonst wird er kalt hier. Keine Ahnung, was in diesem Video alles so vorkommen wird, aber hier gab es einen kleinen Transportschaden und diese ganze Ecke ist weggebrochen. Ja. Den Deckel haben wir jetzt gerade nur vorgeschraubt, damit der, das so gut. Der hält das quasi alles fest. Ja. Ja. Das muss man genau gucken. Hier einmal so. Genau. Das ist quasi als Leere wenn, für dich. Dass wenn du das Ding ab ist, kann man logischerweise von innen aufschweißen. Ja. Problem ist, hier sitzt der Kettenspanner drin. Mhm. Also ein bisschen Bums ist da schon so drauf. Jo, lass mal einen 10er Schlüssel holen, wir schrauben. Nein, ich habe schon verstanden, alles gut. Nee, aber dass wir den Leuten mal zeigen können, ja, wie krass die Ecke ist, die da okay ist. Ja, genau. Aber, wir gehen jetzt zu einer Werkbank. Ja, also. Komm, ich nehme den. Dürfen wir eigentlich verraten, was das für ein Kopf ist? Das weiß ich gar nicht. Von mir aus, ja. Ist auf jeden Fall ein BMW-Kopf. Ja. Vierzylinder, 16V. Könnte eventuell von Celims Auto sein oder für Celims Auto sein. Transportschaden? Mhm. Ist dir runtergefallen, wenigstens? Nein. Mir nicht. Mir auch nicht. Mir? Nein, auch nicht. Ne, Maxi war es auch nicht. Mhm. Es ist schon eine ganz schöne Ecke, die ab ist. Ja. Was macht der Ölkanal? Der beschießt den Spanner, okay. Genau, das heißt, hier kommt nämlich theoretisch auch noch Öl raus. Ja, da. Das sieht man hier auch von da. Mhm. Das heißt, es müsste schon in Anführungsstrichen einigermaßen dicht sein, zumindest nach außen. Geht das? Mhm. Ehrlich? Ja. Schon krassere Sache. Weißt du, wie man es machen muss? Also, da ist man kann es sehr gut fixieren. Man muss da erstmal eine Kehle, einen V quasi reinfräsen. Dann wird das aufgebaut von der kompletten einen Seite. Das Geile ist, durch das Laserschweißen hast du null Verzug, weil die Hitze so punktuell ist und du machst quasi eine stoffschlüssige Verbindung wieder. Und dann hängt das Ding in der richtigen Position, schraubst den Dackel ab und machst das Gleiche von der anderen Seite. Hier muss man natürlich dann Obacht haben, ne? Dass man hier wirklich, hier würde ich halt richtig weit ran an die Bohrung. Definitiv Aufwand, definitiv kein leichtes Projekt. Aber für den Thomas, das sage ich dir ganz ehrlich, ne, wenn ich hier zum Beispiel so eine Maschine hätte, würde ich das nicht machen. Mhm. Weil der Thomas, der Alpha Laser, der Anwendungstechniker, der hat unglaubliche Erfahrung, was das angeht. Alpha Laser sitzen eigentlich in Bayern? Die haben eine Niederlassung da unten bei München und eine bei, ich dir das sage, da fährst du nicht zu mir. Bei Seetze, das ist direkt bei dir da oben. Mhm. Weißt du, wo es ist? Ja, Seetze ist direkt bei mir in der Woche. Ja, richtig. Celo, ist hier schon Geld in den Kopf investiert worden? Ja, deswegen, der ist komplett gemacht. Der ist komplett gemacht. Mhm. Dann lohnt sich das. Und dann war er fertig und dann also der ist komplett wohl bearbeitet mit Sitze, Führung und so weiter. Ja, Kanäle, das volle Programm. Mist. Ist leider nur beim Transport wohl irgendwie dann. Ja, das geht schnell. Ich habe hier. Die Frage ist nur, die ich mir gerade stelle mit dem Ölkanal hier, dass die Anbindung hier dann sauber fluchtet, ne? Ja, drin. Wie kann man das gewährleisten? Ja, aber ein Bohrer reinstecken, ganz einfach. Ja, zum Beispiel. Oder das Gute ist ja bei einem Bruch passt eigentlich immer nur einmal. Mhm. Weißt du? Das Ding passt so gut da drauf. Da wir tollerweise der Bohrer in allen möglichen Zehntel. Achso, du meinst, du würdest einfach hammerhart da einen Bohrer durchstecken, dass du da die Verbindung gewährleistest? Also so jetzt. Was haben wir denn da für ein Loch? Das weiß ich nicht. Ist das 6er? 6 passt nicht. 5. Hm, da müssen wir wohl dieses andere. Das kleinere Set nehmen. Gibt es übrigens hier bei Subi im Online-Shop, ne? Wenn ihr immer Bohrer im 10. Abstufung braucht. Okay, krass. Ja, aber hier vor allem, das muss ja hier auch wieder fluchten, ne? Das tut es ja gar nicht. Wenn du den jetzt hier auf Passung hältst, dann passt es hier wieder nicht. Ja, aber da weiß man aber nicht, wie gut das vorher passte, ne? Weil jetzt gerade, guck mal, das ist ja hier auch ein bisschen. Ah ja, okay. Pass mal weg. Ja. Dann hast du so die Flucht. Dann würde ich jetzt gucken. Natürlich müsste man den Grat, der da vorne entstanden ist, entfernen. Ne? Aber siehst du, so haben wir jetzt schon. Genau, wir haben jetzt so schon eine Führung. Aber ganz ehrlich, selbst wenn das ein bisschen versetzt ist, es muss nur dicht sein. Weißt du, das ist einfach Öldruck, das ist egal. Mhm. Können wir jetzt so irgendwie schlecht montiert. Ich würde vielleicht den abbauen und so ein bisschen verdrehen, wackeln, dass das in Position kommt. Ne? Mhm. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, um das zu gewährleisten, dass du eine Verbindung wieder hast. Aber das hast du das Klima gerettet? Sollen wir das hier lassen? Ja, kannst du mal. Du sagtest, Alpha Laser, der würde hierher kommen.
Aber die haben noch keinen mobilen. Doch, das, die Dinger sind mobil. Ja. Ernsthaft? Mhm. Ach nee, du, der ist der Schmock nicht hinter. Guck mal, da geht die Bohrung ja hier rein. Der macht einen Knick da drin. Deswegen konntest du den Bohrer ja nicht durchschieben. Also, du hast ja. Was ich mal? Der stößt ja da unten an, weil da ja quasi der 90-Grad-Bogen dann da reingeht in diesen zum Kettenspanner. Ja. Im echten mobilen Laser. Die Dinger sind mobil, die kannst du, die sehen aus entweder wie so, die heißen dann FLAC, die sehen dann aus wie so, nicht IT, sondern Wallys, die mit so Kettenantrieb unten oder halt auch mit ganz normalen Rollen. Ja geil, dann würde ich sagen, wir warten einfach ab, bis der das nächste Mal vorbeikommt. Mhm. Und dann kann der... Thomas freut sich, wenn ich ihn anrufe. Geil. Ja, aber was natürlich jetzt klar für mich mega geil ist und auch für viele andere, wenn du halt sowas hast und das, da ist halt richtig Arbeit und Geld reingegangen und dann passiert dir so ein Missgeschick, ey, es fällt hin, dann ist er halt nicht gleich Müll. Guck mal, ich zeig dir mal was. Ich habe da einen M5 V10, ne? Dem ist dem Kunden was auf die Deckfläche gefallen, ne? Und locker einen Millimeter tief. Ja, ja. Der Block wäre Feierabend. Ja. Weil du, was willst du mit dem? Also in die Kopfdichtungsfläche. Genau an der Kante zum Brennraum, ne? 4 Minuten hat der gebraucht, hat das geschweißt. Ich habe da drüber geplant, der Kopf ist neu. Und das der Block, hält, der Block funktioniert? Ja, guck mal hier, du siehst das nicht mal mehr. Ich habe wahrscheinlich eher Baustelle, dir zu zeigen, wo das Problem war. Hier oben ist es. Da siehst du diese leichte Verfärbung? Das war die Schweiß. Die Schweiß, ja, wo es ein bisschen heller ist, ne? Ja. Zumal, wenn so ein Block im Eimer ist, dann ist halt mal richtig. Ey, der hat in 4 Minuten hat den Block 5.000, 6.000 Euro gerettet. Ja. Angenommen, man würde das ganz normal in Auftrag geben, wo liegen die Kosten ungefähr bei so einer Reparatur? Damit die Leute das gleich so ein bisschen abschätzen können. Weil es ist ja schon richtig Meter, was man schweißen muss. Ja, ich schätze mal, Pi mal Auge würde das hier 300-400 Euro. Ah, okay. Aber das ist ja auch noch in Anführungsstrichen moderat, ne? Ja, kommen wir mal, wie viel Vorarbeit. Ja, aber wenn man jetzt mal dagegen rechnet, was hier an Arbeit und Zeit reingegangen ist, das ganze Stück ist kaputt gegangen. Normalerweise kannst du ihn wegschmeißen. Mhm. Und wenn du sagst, jetzt 300-400 Euro und das Ding ist wieder Taco und das hält und funktioniert. Ja, ja klar, auf jeden Fall. Weil komplett gemacht mit Kanälen, Sitze und so weiter. Da geht ein paar schon rein. Ja, ich würde sagen, kurzer geil. Sprung, bis Thomas am Start ist. Na, Essen hat geschmeckt. Kaum bist du einmal in Langenhagen, wirst du gleich wieder versaut hier. Ne? Billigen Kaffee, schlechtes Essen. Ja, was machen wir jetzt? Wir fahren jetzt zu Alpha Laser. Die warten schon auf uns. Ja. Das heißt, wir brauchten tatsächlich mal nicht zu Andi zu fahren, um den Kopf fertig zu machen, sondern Andi hat mich heute hier überrascht. Wir haben ein kleines Video gedreht. Ja. Kleines. Ich weiß jetzt gar nicht, was erst online ist. Wann wird das ungefähr online gehen? Was Mittwoch nächste Woche. Dann würde ich sogar tendenziell sagen, dass das wahrscheinlich sogar jetzt schon online ist. Dann machen wir euch hier kurz eine kleine Infokarte rein. Also krass. Ja, wir mussten mal nicht nach Troisdorf fahren, sondern wir fahren tatsächlich zum Schweißer. Weil der Schweißer tatsächlich Luftlinie nur ein paar Minuten von uns herkommt. Mega. Aber weiß der schon Bescheid, dass ich bald Parkplatz vor der Tür habe? Ja, genau, das habe ich mir auch schon gedacht. Aber du musst tatsächlich, wenn ich dann da fertig bin, musst du trotzdem noch zu mir mit Celo kommen. Weil der muss ja noch nach dem Schweißen nachbearbeitet werden. Geplant werden und so, ne? Ja, so irgendwie mal gucken, was da alles sauber wieder gefräst werden muss. Ja, die ganzen Flächen. Ist aber echt eine tricky Sache, aber ich habe mir eine gute Lösung ausgedacht. Okay, das heißt aber, die Firma Alpha Laser ist spezialisiert drauf auf, ich sag jetzt mal, CNC-gesteuerte Laserschweißgeräte. CNC-gesteuert, jein. Also die werden noch händisch gesteuert mit Stellmotorentechnik und Linearführungen. Mhm. Aber das wirst du gleich alles davor erzählen. Mhm. Wahnsinn. Wir machen nur die kleine Hafenrundfahrt heute, weil du warst ja schon bei denen im Headquarter in Bayern. Puchheim, da machen wir auch Infokarte rein. Dann könnt ihr euch das reinziehen, weil sonst auch unbedingt mal hin. Weil sonst sind wir wieder bei 4 Stunden hier heute. Und es soll ja eigentlich eher nur um die Reparaturmöglichkeit eines Zylinderkopfes gehen, in diesem Fall. Ganz spontan. Okay, das heißt rüberfahren und los geht's. Let's go. Ja, das war nochmal eine kurze Anreise. Wieder da, 10 Minuten. Entspannte Anreise, mal nicht quer durch Deutschland gefahren, sondern einfach nur einen Ort weiter. Wollen wir mal gucken gehen? Ja. Du übernimmst das so ein bisschen, ja, ne? Du kennst ja die Technik schon ein bisschen. Ja, aber du musst deine Fragen stellen. Ja, werde ich ja eh mal. Sowieso, ne? Ich ja eh mal. Aber du kennst das ja schon so ein bisschen, ne? Ja, vor allem kenne ich den da hinten. Das ist der Beste. Thomas. Grüß dich. Hi. Servus, grüßt euch. Ich habe schon gerade gesagt, es ist endlich mal ein Vergnügen, dass ich nicht quer durch Deutschland fahren muss. Ist kurze Wege, ne? Sondern, dass das direkt mal ein Katzensprung aus Langenhagen hier rüber ist, ne? Ist so nah dann, ne? Ist ganz klasse, ja, schön. Klasse, schön, dass ihr hier seid. Was machen wir heute? Beziehungsweise, was wir machen, haben wir schon gezeigt. Wir brauchen eigentlich erstmal so die so ein bisschen Basic Laserschweißen. Laserschweißen ist ein sehr weitreichender Begriff. Viele haben es schon mal gehört und
reden dann einfach immer über dieses Pulverauftragsschweißen, was vollautomatisiert in irgendwelchen großen Zellen passiert. Das machen wir natürlich auch, aber wir kommen so aus dem handwerklichen Bereich, das heißt handgeführte Lasersysteme, zeige ich euch gleich noch ein bisschen. Andi hat ja auch schon das eine oder andere Mal gesehen davon. Das heißt, alles kleine Geschichten, Reparaturen, wo relativ wenig Metall aufgeschmolzen wird, wenig Wärme reingebracht wird, da sind wir dann wieder zu Hause. Das heißt aber für den absoluten Laien ist es so, dass der Laser so viel Energie hat, dass wirklich das Material schmilzt. Genau. Übertrieben gesagt. Das Licht, Laser ist ja ein Licht, und das Licht schmilzt den Zusatzdraht wie auch das Metall oder Aluminium oder was auch immer wir da haben. Ja. Krass. Und ich habe gelernt, stoffschlüssige Verbindung. Das, was ich mitgenommen habe. Das heißt, gegenüber einem Wickschweißen, Mackschweißen und so weiter, theoretisch von der Verbindung her besser? Nein, anders. Anders? Anders. Okay. Bei dem herkömmlichen Schweißverfahren ist es so, dass ich richtig in die Tiefe reingehe, dass ich ziemlich viel Material aufschmelze, ich eine entsprechende Wärmeeinflusszone habe. Und bei dem Laserschweißen, bei dem gepulsten Laserauftragsschweißen, was wir eben machen, da ist es so, dass ich auch eine kleine Wärmeeinflusszone habe, die aber eigentlich zu vernachlässigen ist, was die, die sich damit auskennen, wissen, was gemeint ist. Und ich dringe nicht so sehr in die Tiefe ein, heißt, ich schmelze nicht so viel Material auf und bringe dementsprechend auch deutlich weniger Wärme in die Oberfläche oder in das Material. Ich stelle mir gerade vor, du sagst deinem Mitarbeiter, hol mal ein Schweißgerät. Ja. Und dann drehst du dich um. Und dann fährt das Ding so durch die Werkstatt. Ja, wir müssen mal kurz das Seitenteil schweißen hier. Ja, genau. Das ist einer unserer größeren. Das ist so ein Roboter, eine mobile Anlage. Das heißt, damit kann ich Pulverauftragsschweißen machen. Mhm. Aber ich kann auch Laserhärten machen. Mhm. Das ist ein Randschichthärten. Das heißt, da ist auch nicht das ganze Bauteil, was gehärtet wird, sondern wirklich nur entsprechende Randbereiche, also Oberflächenbereiche und auch nur diese Funktionsbereiche typisch. Heißt, irgendwelche Stellen, wo irgendwas aufeinander reibt, irgendwelche Lagerstellen, irgendwie sowas. Genau. Lagerstellen. Lagerstellen, Kurbelwelle, Auftragslaser hier, Härten, Zylinder. Das ist ein bisschen warm dann. Das heißt, da kann man wirklich einfach mit dem Laser nur so wenig Energie reinbringen, dass es wirklich nur oberflächlich heiß wird und somit gehärtet wird? Wir können da mal gerade schauen, hier jetzt gerade in dem Randbereich. Also das sind jetzt einfach nur so ein paar Flächen hier, die mal geschweißt wurden oder auch eben oder gehärtet wurden. Und dann hier auch dieser Radius. Ah, das ist ja krass, okay. Ne, das heißt, man sieht die Anlauffarbe und nur da ist es wirklich auch temperiert. Ohne irgendein Material zuzugeben genau. Und auch ohne, dass es verläuft. Also es ist wirklich nur wie im Ofen erhitzt übertrieben. Man sagt nur, dass es halt auf der Fläche nur ist. Genau, das wird einfach kurzzeitig erhitzt mit dem Laserstrahl und durch das Material habe ich eine Selbstabschreckung. Mhm. Und die Wärme geht dann eben so schnell raus und durch die Abschreckung erziele ich die Härte. Und hier wollte einer mal die Fernbedienung ein bisschen testen und hat mal ein paar Bahnen mehr geschweißt am Ende. Das ist automatisiert geschweißt. Das ist das Schöne. Wir haben hier mit diesem Pulverauftragsschweißen haben wir noch eine große oder noch ein schönes Feature dran. Das ist so eine Software, wo ich praktisch meine nicht bekannte Oberfläche mir abscannen kann. Dann erzeuge ich ein 3D-Modell von dieser Oberfläche und fülle das dann praktisch auf, so wie ich das brauche. Dann habe ich aber auch mal irgendwelche Aussparungen hier. Und die kann ich ja nicht einfach überschweißen. Ja, und das heißt, diese Software, dieser Scanner erkennt diese, macht erst diese oder hat erst längs geschweißt und dann hat er eben umlaufend auch das gemacht. Das heißt, es ist am Ende des Tages vollautomatisch und geschweißt. Und Pulver schweißen heißt so ähnlich, wie ich so aus dem 3D-Druckverfahren auch kenne, da wird Pulver aufgetragen und das wird geschmolzen, aufgeschmolzen dann. Genau, richtig. Das heißt, das wird zugeführt in dem Laserstrahl, also in der Brennweite vom Laserstrahl wird das Pulver zugeführt. Und da habe ich dann eben auch die Aufschmelzung. Man hat bei dem Schweißverfahren aber immer noch genau das gleiche Problem wie bei herkömmlichen Schweißen, dass die Materialien schon zueinander passen müssen. Also dass sich nicht radikal alles immer schweißen lässt. Also jetzt nicht so, dass man das reinlegen kann und das klappt immer. Wäre der Wunsch tatsächlich, aber es ist wie beim Schweißen immer. Also ist schon es ist ähnlich dem herkömmlichen Schweißen, aber mit dem Pulver. Ich kann das Pulver eben mischen, wie ich das brauche. Ja, ich kann mehrere Legierungen zusammenmischen, in Anführungsstrichen. Natürlich muss man das können, natürlich muss man da sich auskennen. Da kannst du einfach hiervon ein bisschen, davon ein bisschen, das geht nicht. Wie weit ist der Laser weg, also der Austritt von dem Laser? Diese, keine Ahnung, wie sagt man das, Objektiv oder die Linse oder wie auch immer? Es geht um die Brennweite. Mhm. Wir haben eine feste Linse da drin, die hat eine entsprechende Brennweite. Und hier ist dann noch, also bei dem Pulverauftragsschweißen habe ich noch eine Pulverdüse unten drunter. Wir
Könnt, ja, wir haben sie drüben auf der Maschine auch drauf, können wir gleich mal, ne, da ist der Härtekopf, genau. Drüben auf der Maschine haben wir die Pulverdüse drauf. Da ist in der Regel bei der großen Anlage sind wir bei, glaube ich, bei 30 mm Ausgang Pulverdüse zu meiner Oberfläche, wo die Brennweite dann aktiv ist. Und das Pulver kommt aber direkt auf die Oberfläche, logischerweise. Genau, das wird eben auch in diesen Fokus, in diesem... Ah, das heißt, der Strahl geht durch das Pulver mehr oder weniger durch, übertrieben gesagt. Das Pulver wird außen drumherum zugeführt. Mhm. Entweder ringförmig oder einzeln, wie auch immer. Und in der Mitte kommt halt der Laserstrahl, genau. Philipp fragt schon wieder so nach, als wenn er das Ding morgen nachbauen will. Pulver, also wenn ich jetzt so, das ist wahrscheinlich jetzt das falsche Beispiel, aber wenn ich jetzt, das wird wahrscheinlich auch mit einem normalen Kupferpulver gehen, so wie man normalerweise im Schweiß kennt. Oder nimmt man beim normalen Schweißen nur Kupfer wegen Leiten und Strom und so? Nein, also man kann da verschiedene Legierungen natürlich auch zuführen. Ja, das hört auch gleich wieder auf, Entschuldigung. das ist hier, man sieht das hier auch ganz schön. Wir haben hier mal ein paar Tests gemacht mit einem Messingpulver auf einem Stahl praktisch. Und das geht auch. Die Frage wäre gewesen, ist das Pulver teurer, als wenn ich einfach nur einen Draht kaufe? Ja. Ist auf jeden Fall teurer. Also ist für so Auftragsschweißen ist das schon auf jeden Fall nur vom Material jetzt erstmal wieder. Nein, du einfach in Beziehung, kann ja sein, dass Pulver günstiger ist. So, ne? Das kommt auch wieder auf die Legierung an. Mhm. Also ich sag mal, wahrscheinlich das Pulver ist wahrscheinlich eher teurer, weil das verdüst werden muss. Das muss eben feinkörnig, die Körngrößen müssen eingehalten werden. Und beim Draht, den lasse ich laufen. Ja. Das ist dann eher günstiger, denke ich mal. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass hier der eigentliche Laser, wo hat der seinen Ursprung? Genau, die Laserquelle ist tatsächlich hier in dem Fahrwerk. Das finde ich immer bei Lasern immer so krass. Das eigentliche, was noch da hinten dran kommt, ist die Robotersteuerung. Mhm. Da ist noch so ein Riesenschrank, der dazugehört. Aber die eigentliche Laserquelle, die Strahlquelle ist da unten drin, wird eben über ein Lichtleitkabel da oben, hier hinten rausgeführt, über die Seele. Und wird dann praktisch zu dem Kopf dahin geführt. Ja, also da oben diesen, wenn ihr das seht vielleicht, mal gucken, dieser Alu, schmale Alu-Ring, diese Aluhülse, da ist das, wo das reinkommt praktisch, wo der Laser eingekoppelt wird in diesen Kopf. Ne? Mhm. Und das ist da sind überall Schnellkupplungen dran, sodass ich eben den Härtekopf auf Pulverkopf. Und was macht der eigentliche Kopf dann? Also am Ende dieses Lichtleiters ist dann nur noch eine Linse oder muss dieser Laserstrahl da irgendwie nochmal aufbereitet werden, gebündelt werden, fokussiert werden? Genau, maximal gebündelt und fokussiert wird der dann. Der geht manchmal noch durch irgendwelche Kameras, wo man eine Temperaturmessung dann eben noch durchführt. Aber ansonsten, der Strahl ist so, wie er ist. Das heißt, er hat seine eigentliche komplette Kraft schon in dem Kabel eigentlich schon drin? Ja, genau. Krasses Kabel, ne? Ich hätte irgendwie jetzt so gedacht, dass das irgendwie nur so, wie so eine Vorförderpumpe ist, ne? Und dann irgendwie da in der Linse dann nochmal das Ganze nochmal tausendfach irgendwie... Der Laser ist ja nur ein Licht. Ja. Dieses Kabel transportiert ja nur Licht. Ja. Ja. Und das ist eben das Faszinierende, was ich auch immer am Anfang nie verstanden habe. Mit Licht Stahl schmelzen. Ja. Licht. Wir sehen Licht. Was ist Licht? Ja. Und das Lupenbeispiel ist super. Ja. Sonne, Lupe und dann da ist ja auch nur Licht und du kannst was heiß machen. Oder wenn man so aus diesem Film von früher mal kennt, wo die Kinder immer so mit diesen Schalen und so Eier gebraten haben. Ja, und so, genau. Was man den Kindern so beigebracht hat mit Regenschirm, mit Alufolie und dann konntest du in der Mitte irgendwie ein Ei braten. Genau. Okay. Ja. Genau. Also das ist die Profi-Version, sagst du hier? Das ist die für die Großen, für die Erwachsenen. Für die großen Spielkinder. Und jetzt an dem Standort hier, baut ihr solche Sachen oder was macht ihr eigentlich hier? Nein, also Alpha Laser sitzt in Puchheim in der Nähe von München. Da ist unser Stammwerk, da wird alles produziert, entwickelt, konstruiert. Das heißt, da haben wir wirklich die komplette Prozesskette dort. Hier am Standort haben wir praktisch nur in Anführungsstrichen Anwendungstechnik, Pulverschweißen, Laserhärten und eben auch Drahtauftragsschweißen. Mhm. Und eben auch vertriebliche Geschichten. Was wir hier machen, einfach Anwendungszentrum, Praxis. Schulung und sowas finden hier statt. Ja. Was ist der beliebteste Anwendungszweck für eure Laser? Ist mittlerweile relativ breit. Ursprünglich kommen wir aus dem Dental- und Schmuckbereich. Das heißt, das sind so kleine Schmucklaser, die wirklich so handlich sind, die man auf den Tisch stellen kann. Das ist alles gut. Das heißt, wenn da einer sich, sorry, dass ich unterbreche, aber wenn dann einer wirklich, keine Ahnung, irgendeinen Ohrring baut, schmuckmäßig, dann wird das da ganz fein geschweißt? Genau.
Genau, weil ich da eben die Energie ganz gezielt auf einzelne Punkte zielen oder hinbringen kann. Hätte ich niemals gedacht, dass der Juwelier an der Ecke da irgendwie so einen Laser stehen hat und irgendwie gerade den... Falsch eingestellt, oh, Ehring, kaputt. Durch. Dentallabore, ja. Alles was metallische Zahnformenbau-Ersatz. Genau. Und genau, was Andi gerade schon sagt, halt wirklich Werkzeug- und Formenbau, das ist ein recht großes Gebiet, wo wir auch schon lange unterwegs sind. Blechbearbeitung, Blechverarbeiter, Bearbeiter, wo irgendwelche Gehäuse gebaut werden, wo irgendwelche, auch Maschinenbereiche, wo Verkleidung für Maschinen, wo irgendwelche Rutschen für Maschinen, für gerade für, Nahrungsmittelindustrie oder so, das sind auch immer ganz viele Kunden. Dann auch aus der Sensortechnik, gerade wenn ich jetzt wärmeempfindliche Bauteile habe, die irgendwas messen sollen, Drucksensoren als Beispiel, die müssen ja irgendwo verpackt sein, dass sie auch ein bisschen eine gewisse Haltbarkeit haben. Und wenn ich das mit herkömmlichen Schweißen mache und mein Metallgehäuse, mein Edelstahlgehäuse außen drumherum schweißen möchte, dann bleibt von dem empfindlichen Bauteil nicht mehr viel übrig, leider. Das heißt, man kann schon sagen, der größte Vorteil von diesem Schweißverfahren ist einfach, dass man es so krass punktuell anwenden kann und halt dementsprechend auch dosieren kann. Halt genau. Wirklich, dass man nur genau das wirklich macht, was man eigentlich machen will. In meinen Augen ist fast die Wärmeeinbringung in das Bauteil. Mhm. Weil das wäre ja alles nicht möglich, wenn ich das heiß schweiße, das Ding biegt in alle Richtungen. Das heißt, wenn ich jetzt als Beispiel einfach so eine M8-Schraube nehme und da so an dem Kopf so ein bisschen dann rumschweiße, wird die dann schon warm, die Schraube, oder ist es wirklich so wenig, dass es wirklich nur am Kopf ist? Kannst du eine Sekunde später anfassen. Krass. Ich würde die Frage ansonsten auch gerne zurückstellen, wenn wir das... Genau, lass uns mal ein bisschen was zeigen, nicht nur Kotlet. Ich dachte, das Video ist vorbei jetzt. Achso. Okay, wir gehen wieder. Das ist doch mal ein Schweißtisch hier, oder? Ja, da geht was drauf. Da geht was. Drehkipptisch, da ist ein bisschen... Weißt du, der hat, glaube ich, zwei... Krass. Arten. 2 Tonnen kann der dann, glaube ich, tragen. Weil schon wieder so weit weg, dass das Rohr schon wieder so ein paar Handgarten mehr Spaß gibt. Genau, halt wie gesagt, mit diesen großen Kloppern hier kann ich halt auch dickere Wellen machen. Du kannst ja da hinten mal gucken, gerade so eine Welle, die wir dort stehen haben, halt. Also umlaufend eine Schnecke praktisch aufgetragen. Krass. Das heißt, die ist einfach hinten eingespannt worden und dann haben wir eben da das Ding. Aber das bringt ja schon Wärme in das Bauteil rein, oder? Ja, ja. Das ist schon Laser, also auch Pulverauftragsschweißen. Ja, Pulverauftragsschweißen. Genau. Aber selbst hier siehst du ja an der Verfärbung, wie wenig das noch ist. Ne? Ja, genau. So, im Vergleich zur herkömmlichen Verfärbung. Genau, selbst wenn ich jetzt irgendwie mit meinem 200 Ampere Mackgerät darauf umgebracht hätte, ne? Es hätte mehr gespritzt. Es hätte mehr gespritzt als geschweißt, wäre es ja trotzdem von der Farbe her so gewesen, ne? Und genau. Das wäre nicht ansatzweise. Ja, genau. Okay. Ne? Das ist hier das. Und das sind die interessanten Maschinen, finde ich. So, das ist genau die richtige Größe. Genau, das ist jetzt, das ist gerade eine Kundenmaschine. Wir gehen mal hier hinten um die Ecke, am besten finden wir die nochmal. Wir haben hier so geschlossene Maschinen, das heißt, da passiert alles da drin. Das heißt, ich habe typischerweise ein Mikroskop. Ich habe hier mein Display, wo ich praktisch meine Laserparameter alle habe und arbeite hier innen drin. Habe meine Schweißrauchabsaugung, habe praktisch mein Schutzgas. Das ist die nächste Frage gewesen, ob man auch genauso logischerweise ein Gas braucht. Genau, ganz normales Schweißgas, Argon 4.6, völlig ausreichend. Also ich bin wirklich gespannt, was gleich passiert, weil ich stelle es mir ultra kompliziert vor, da wirklich dann so fein ein bisschen schweißen, aber es wird wahrscheinlich ultra so easy. Einfach sein. Ne? Wo liegt sowas preislich? Das jetzt muss ich gucken, was sind das? 200 Watt. Liegt so im Bereich 80.000 Euro, okay. Ja, kommt ein bisschen aufs Zubehör an. 200 Watt, das ist ja beim Laser immer schwierig zu vergleichen. Was können wir damit schweißen? Also wie stark, wenn wir jetzt 1 mm, 3 mm, 5 mm? Das ist ein gutes Thema immer. Wir schweißen nicht in die Tiefe, sondern wir bringen Material drauf. Ah. Das heißt, wir reden davon, welche Drahtstärken können wir damit schweißen. Das heißt, bei 200 Watt kann ich einen 0,6er Draht mit einer guten Frequenz noch schweißen, weil wir gepulst schweißen. Es ist kein dauerhaftes Schweißen, sondern gepulstes Schweißen. 0,8er Draht geht damit auch problemlos. Ich habe auch einen Millimeter Aluminiumdraht, habe ich da auch schon geschweißt mit 200 Watt. Das heißt, wenn wir jetzt zwei Bleche aneinander legen würden, würde es hier definitiv nur gehen, eine Naht draufzulegen? Nein, ich kann auch die Bleche miteinander verbinden. Das geht schon? Okay. Das geht schon. Das zeige ich nachher auch in der Praxis. Oh. Genau. Das Praxis. Ich will genau. Das Ding sehen. Du willst schweißen, ne? Ja, das war halt cool, ja. Ums Eck rum einmal. Genau, da sind die Schätze. So, hier ist unser Männerspielzeug. Männerspielzeug wegen Raupenfahrwerk. Das ist ein mobiler Laser. Das heißt, ich kann mit dem
Mit der Maschine kann ich zu dem Kunden, zu dem Werkzeug hinfahren, zu dem Bauteil, was auch immer es ist, in den Sprinter rein oder was auch immer, rein damit, Lasersicherheit herstellen, dann beim Kunden, also einen Vorhang drumherum, und dann kann ich dort vor Ort schweißen. Wir haben hier jetzt praktisch die 900 Watt, das ist ein 900 Watt Faserlaser. Der hat den Vorteil, der kann gepulst wie auch im CW-Modus, also Dauerstrichmodus schweißen. Da bringen wir eben mehr Wärme rein, da können wir ein bisschen in die Tiefe reingehen im CW-Modus. Aber im Pulsmodus kann ich wieder eben sehr schön oberflächig arbeiten. Jeder Laser sieht so aus. Wir haben ein Mikroskop, wo ich das Ganze, den ganzen Prozess beobachten kann, dreidimensional. Das ist ein Stereomikroskop. Hier habe ich jetzt eine Kamera dazwischen, dass ich eben das, was ich sehe, dass man das eben hier auf dem Bildschirm auch sehen kann. Dann habe ich hier mein Argon, mein Schutzgas, was ich zuführe. Und hier in dieser Optik, da habe ich praktisch meine Linse. Das ist eine feste Linse mit einer Brennweite, standardmäßig 150 mm. Und da wird der Strahl eben auch in dieser Entfernung gebündelt und fokussiert und dann eben auch kontrolliert die Energie dahin gebracht. Auf dem Monitor habe ich praktisch hier meine Schweißparameter. Das heißt, die reinen Laserparameter, ne, das ist die Leistung in Watt, die Pulsdauer, wie lange jeder einzelne Puls dauert, die Frequenz, das ist die Pulsfolge, wie oft der Puls praktisch kommt, und der Spotdurchmesser in etwa auf der Oberfläche. Ne, das heißt, dass ich das gut zuordnen kann. Und dann habe ich hier noch eine Pulsform, aber das wäre jetzt ein bisschen zu weit erklärt. Genau, und dann habe ich hier praktisch mein Bewegungssystem, wo ich hier mit dem Joystick, da kann ich dreidimensional praktisch umherfahren. Ich mache die Verfahrbewegung praktisch über den Joystick. Okay, und dann beim Schweißen macht man dann wirklich, dass man hier... Ja. Wenn du drehst, zoomst du rein und gehst so hoch. Genau, runter. Das ist die Z-Achse dann noch. Guck mal, wie geil das aussieht auf dem Monitor. Ja. Aber sehen wir gleich. Genau, das ist jetzt die Oberfläche hier von diesem Geschweißten. Und dann hat man natürlich hier so einen Fußschalter noch, wo ich praktisch den Prozess auslöse, also den Laserpuls. Das heißt, ich habe hier meine Haupttaste praktisch. Die erste Stufe löst das Gas und die zweite, da kommt dann der Laser, wenn ich den hier freischalte. Ja, weil da müssen wir dann Laserschutz beachten. Das heißt, die Laserschutzbrillen, der eine oder andere hat es bei Andi vielleicht auch schon gesehen. Und wie ist das mit Reflexion von dem Laser? Also kann der theoretisch reflektiert werden? Oder genau. Das geht schon, deswegen genau. Brille und so weiter. Genau, deshalb, ich sage immer so gerne den Satz der Berufsgenossenschaft, der Bediener und alle im Raum befindlichen Personen haben eine entsprechende Laserschutzbrille zu tragen, weil unser Auge ist da sehr gefährdet. Das heißt, dieser Laser oder auch der Neodym-Yag-Laser kann unser Augenlicht auch irreparabel zerstören, wenn es dumm läuft. Im Idealfall schränke ich mir eben nur mein Sehfeld ein. Ja, aber ist beides nicht schön. Mhm. Sollen wir, bevor du Gas gibst, ihn einmal testen lassen? Nee, das machen wir am Kopf gleich. Nee. Doch, hier fangen wir jetzt direkt am Kopf an zu schweißen. Finde ich gut. Okay, alles klar. Ja, dann holen wir den Kopf mal ran. Los geht's. Gerne. Ja, das ist das Problemprojekt. Damit wir, wenn wir das ja jetzt quasi so verschweißen will, ne, ich habe das hier leicht angefasst, damit das ein bisschen tiefer auch eindringt. Allerdings schweißt er ja quasi nur hier oberflächlich oder so wie tief wie die Faser eben ist, die Schweißnaht rein. Aber dann würde Öl hier austreten und irgendwie dazwischen kommen. Das will ich vermeiden. Und aus dem Grund will ich quasi diesen Reparaturliner, dieses Röhrchen, hier gleich einsetzen. Das setze ich ein mit hier Fügedichtmittel. Das kann dann nie wieder weg. Es gibt natürlich eine Querschnittsreduktion des Ölkanals zum Steuerelement hier für den Spanner. Ne? Mach mir da aber relativ wenig Sorgen, weil wenn der Druck einmal anliegt, liegt er an. Mhm. Und der braucht ja kein großes Volumen. Weißt du? Ja. Und deswegen setzen wir das Ding jetzt ein. Dann ist es zwangsläufig auf jeden Fall wieder in der richtigen Position, wenn es dann hier so rausguckt. Und verschrauben es mit dem Deckel. Und dann zeigt der Thomas seine Kunst. Okay. Quasi so. Puzzle passt. So, wie die Sleeve setzen im Motor. Mini-Sleeve. Mal gucken, welche Seite ich schon bearbeitet habe. Ich habe die ein bisschen angefasst. Das Zeug ist auch bombenfest, ne? Also das brauchst du und kriegst dann nie wieder raus, das Röhrchen. So, jetzt will ich nicht zu weit kommen. Gut, dass ich das noch nicht getestet habe. Dann würde ich tatsächlich jetzt den Deckel verschrauben. Ja.
Deckel und dann. Und dann muss das da reinpassen. Ja. Okay. Vorbereitet ist es. Jetzt ist Thomas gefragt. Jetzt bin ich dran. Sehr schön. Passt dir die Phase? Ja. Schön. Kriegen wir hin. Wow. Einfach platzieren. Erstmal drauf. So hochkant oder so? Genau, erstmal hochkant. So, dann wollen wir erstmal hier ein bisschen, umstellen. Ich richte mir jetzt erstmal das Objektiv so ein, dass ich da möglichst angenehm rankomme. Aber dass das jetzt so einmal an der Seite lang geht, ist kein Problem, ja? Genau, ich mache jetzt erstmal, ich sehe jetzt erstmal zu, dass ich hier schön, auf die Oberfläche komme, dass ich da erstmal einen Anfang mache. Das heißt, dass ich da erstmal so ein paar Fixpunkte hinsetzen kann, dass ich den auf der, Position da habe. Das ist die feine Phase, wie geil das aussieht. Ja, ja. Schweißbrillen. Genau, ich habe da hinten, jetzt fehlt noch eine, ich habe aber eine, Moment, ich habe noch eine Besucherbrille. Oh, warte mal, dein Kanister ist nicht so groß wie meiner. Ah ne, hinten müssen wir drin. Ja, wir haben da, weiß ich nicht, wie viel wir damit gefilmt haben und die filmen ja in ihrer Marketingabteilung. Alter, Bootshaus heute noch. Guck mal hier so. Ich weiß gar nicht, wie meine aussieht. Spacig. Hier mal so ein Aluminium oder ein ALSI-12. Das ist ein normaler Aluminiumzusatz, der eigentlich dafür gut geeignet ist, weil der auch ein bisschen Kraft und Spannung aufnimmt. Einmal in 0,6er Durchmesser, was ich jetzt hier in der Hand habe. Und dann ist halt auch gar nichts, ne? Später in 0,8er. Wie so ein Bindfaden. So, dann den anmachen, das brauche ich. So, jetzt bringen Sie mal auf. Ich mache den Laser jetzt einmal scharf. Ich habe mir hier das Gas schon mal dahin gelegt. Und ich schaue jetzt mal. Das Witzige ist halt da oben. Ja, ja. Dass man alles so sehen kann. Jetzt sehe ich zu, dass ich erstmal ein bisschen tiefer da noch reinkomme. Ich habe den Spot jetzt mal ein bisschen kleiner gemacht. Den Laser jetzt mal aus. So, probier's mal. Fass mal an. Ja, vor allem witzig ist, wenn man nur da drauf guckt, dann hat man jetzt so eine Schweißnaht irgendwie gerade schon erwartet. Ja. Ne? Ist aber wirklich nur so. Wo ist sie? Ne? Und hier musst du mal selber nachführen. Nein, ich lasse den liegen praktisch und ich fahre nur mit dem Joystick, fahre ich praktisch okay, ab und ich schmelze den ab. Also wie ein Koch, der eine Gurke reinlegt und das Messer. Ja, okay. Ja, gibt es aber auch geführt, dass wir hier eine Düse haben, die dann die ganze Zeit Draht zuführt. Genau, so wie wir das da vorne gerade aufgebaut haben. Ich will erstmal das nur ein bisschen fixieren. Ich werde das dann noch ein bisschen tiefer reinbringen. Jetzt will ich mal sehen, dass ich hier oben drauf komme. Aber das heißt, der Abstand ist jetzt gar nicht so entscheidend, also jetzt nicht auf einen Millimeter oder so. Doch, wenn ich dann hier oben, wenn ich das unscharf, beziehungsweise wenn ich es hier unscharf sehe, dann bin ich nicht in der Brennweite. Ah, okay, also es ist nicht so, dass man es scharf stellen kann, sondern es ist scharf oder es ist nicht scharf. Genau. So, jetzt bringen wir nochmal Also in diese Plasmafackel hier würde ich nicht reingucken, weil die ist ein bisschen hell. Aber die Laserstrahlung oder zum Schutz vor der Laserstrahlung sind diese Brillen alle geeignet. Also direkt ins Schweißen reingucken nicht. Ja, das ist einfach nur von der Helligkeit her, ne? Das ist dann unangenehm. Aber hier im Mikroskop, da habe ich zwar ein Laserschutzglas drin, das mich da schützt. Aber was du vorhin schon gesagt hast mit den Reflexionen, schau ruhig mal hier in das Mikroskop rein.
Ich wollte erstmal hier so ein bisschen. Okay, und jetzt sieht man halt hier, wie du wirklich fein eine Naht nach der nächsten drauflegst. Genau. Was denkst du, wie viele musst du da jetzt überlegen? Letztendlich in der Regel sage ich immer einen in die Kehle rein und zwei obendrauf, sodass ich in die Tiefe drei Nähte, also einen in die Tiefe und zwei als Decklage praktisch nehme dann. Und im rechten Auge ist dann das Fadenkreuz. Also das ist halt, ich kann das wirklich schön Stück für Stück, so wie ich es brauche, praktisch da aufarbeiten und ich sehe halt wirklich genau da, wo ich hin muss, durch das Mikroskop. Spot ein bisschen kleiner, dass ich mir da erstmal das Ganze öffne. So, das will ich lassen. Dann hier oben drauf noch zwei, drei Punkte und dann können wir den Deckel einfach mal abmachen. Also man merkt schon die Reflexion von dem Aluminium. Wie der Spalt zugespeist wird. Guck mal, ist fest. Wer? Krass. Dann können wir steppen gehen. Steppen. Steppen. Qualitätskontrolle. Achso, darf ich meine Laserbrille wieder abnehmen? Ja, bitte. Du darfst deine Bootshausbrille. Ich glaube, ich behalte die gleich auf. Also ich finde am krassesten, finde ich, wie auf dem Monitor sieht es wirklich so aus, als wenn du so eine Schweißnaht da gerade machst. Ja. Also präzise ist das, ne? Aber es ist, wenn man genau hinguckt, also wenn man jetzt nicht genau hinguckt, würde man denken, es war gerade ein einziger, obwohl das wirklich lauter Raupen hier übereinander sind. Ja. Wirklich das herkömmliche Schweißen einfach kennt, dann sagt man ja, gut, so eine dünne Naht, da kann ja nichts halten. Ja, ja. Das ist so erstmal die erste Reaktion. dann mach halt ab, dann probier halt irgendwie. Ne? Ja, ja, also, ja. Das hält schon. Ah ja, aber es sieht schon. Boss, was würde ich eigentlich am liebsten in den Arm nehmen jetzt? Sieht so ein bisschen aus wie geklebt, weißt du, nochmal so eine kleine, wie so geklebt und so eine kleine Naht nochmal draufgelegt oder so, ne? So filigran ist es. Schon heftig. Ich bin einfach immer wieder baff. Vor allem auch gerade. Also was witzig ist, wie kalt der immer noch ist, ne? Ja. So auch selbst so diese Bereiche hier so rum, wo man ja wirklich schwer mit einer Düse reinkommen wird, wenn man es irgendwie anders schweißen will. Weißt du, wie das aussehen würde, hättest du es normal geschweißt? Ja, vor allem, da wäre auf jeden Fall so eine breite Naht drauf. Wenn ja. Und die Nockenwellenlagergasse wäre durch den Verzug einfach nicht mehr gerade. Ja, weil das hängt ja alles so ineinander, ne? Weil gerade Temperatur und bei so einem Block, glaube ich, da ist schon ziemlich viel, was miteinander laufen muss. Ja. Ich hatte es, Andi, zu dir letztes Jahr auch schon gesagt, ich sage, ich bin fasziniert, dass so Motoren überhaupt laufen und wenn ich dann höre, was ihr da noch draus macht, ist schon genial. Ja, mega geil. Cool. Da wird Celo auf jeden Fall happy sein. Der wird komplett ausrasten. Vielen, vielen Dank für Schweißen. Gerne. Den Kopf haben wir gerettet, war sehr interessant. Wird es bestimmt den einen oder anderen geben, der auf ganz neue Ideen kommt oder irgendwelche alten Schätze aus dem Keller holt. Ja, bei dem letzten Video, ne? Dann auf einmal E-Mail voll, hey, ich hatte da schon was hingelegt. Vor 20 Jahren gab es sowas noch nicht, ne? Und dann fällt dir das an. Wie ist das hier so mit Nockenwellenlagerstellen? Aufschweißen, sowas. Ohne Ende, das schon gemacht. Auch kein Problem. Also lohnt sich auch in dem Fall. Aufschweißen, damit die irgendwie neu gespindelt und neu gerieben oder gehohnt oder so. Ja. Geht aber auch. Super. Also. Ja, ich gehe mal den alten Fundus durch.
Guck mal, der fängt schon an, ne? Thomas. Cool. Besten Dank. Vielen, vielen Dank, sieht mega geil aus. Vielen Dank, mega schön, Arbeit, dass ihr hier wart. Und ich drücke euch die Daumen, dass das klappt. Danke. Ciao. Ciao. Vielmals. Ciao.